Willkommen zurück hier bei Let's Play Drakengard. Keim nähert sich dem Sanktuarium, wo er die Göttin Furiae vermutet. Doch er kann die Präsenz seiner Schwester nirgends spüren. Vielmehr beschleicht ihn eine bedrückende Vorahnung, als er immer tiefer ins Innere der Festung vordringt. Im Sanktuarium angekommen, erwartet ihn dort die Priesterin des Kultes der Wächter, die hinter all dem Horror steckt. Yay! Geht mir aus dem Weg, ich hab zu tun. Schwester muss gerettet werden, weg! Hey! Aua. Ja, trotzdem weg. Platz da! Wow. Das sieht immer weniger nach einem Sanktuarium aus, mehr nach einem Schrottplatz. Oder sagen wir einfach mal nach einer verlassenen alten Ruine, interessanterweise. Na, bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Ja. Okay. Also es ist eine Kristallsäule. Okay, gut. Speak not the Watchers. Draw not the Watchers. Write not the Watchers. Sculpt not the Watchers. Sing not the Watchers. Call not the Watchers' name. Keim, has the last seal been broken? Come out now. The seeds are sown. Keim, be strong. The world itself is in mortal danger. Will you allow your sister's sacrifices to be in vain? Keim! Damn! Keim kommt zu spät. Die Göttin, das letzte verbleibende Siegel und Keims geliebte Schwester ist tot und die kindliche Priesterin Mana rezitiert triumphierend die heiligen Verse des Kultes der Wächter. Alle Siegel sind zerstört und die Kokons der Reinkarnation drohen über die Menschheit zu kommen. Keim unterdrückt seinen Zorn und lässt Mana zurück, um das Erwachen der Kokons zu verhindern. Wie das? Ich habe keine Ahnung. Finden wir es heraus in Kapitel 7. Der Himmelsfestung. Erneut. Wieder einmal die Himmelsfestung. Es ist so lange her, seit ich da war. Doch kommt es mir vor wie ein paar Sekunden. Aber okay. Kein Problem. Sie ist die Priesterin des Kults der Wächter. Sie ist die Gebieterin über das Imperium. Sie ist der Bringer aller Zerstörung. Sie ist das Instrument der Götter. Sie ist alles Böse. Mana. In ihrem kindlichen Augen reflektiert sich der leblose Leib der Göttin und kündet von der Auslöschung aller Siegel. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. What have you done? I broke the seal. Now she's useless. Watchers laugh. Watchers laugh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I did it for you. I did it all for you, and yet I could not even sing for you. Was this all for myself?
Ja? Im großen und Ganzen ja. Watchers dance! That's fun! The Watchers dance! La 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 la! La 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 la! La 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 la! The Watchers, they dance! Ich bin zumindest ehrlich, Inua tut mir dabei übrigens überhaupt gar nicht leid. No more pain. For the eye. A miracle. The goddess will live again. Du willst sie wiederbeleben? Wie das? Alle Siege sind zerstört. Die Kokons der Reinkarnation kommen über die Welt. Und für die Menschheit bricht die Endzeit an. Manas Bann fällt von Inuat ab und er nimmt den kalten Leib Furiais, um seine verlorene Liebste durch die Kraft der Kokons wieder auferstehen zu lassen. Keim fliegt ihm nach, denn ihm ist klar, dass die Kokons, die aus Tod und Zerstörung gekeimt sind, nichts Gutes hervorbringen können. Doch Inuat verschließt sich in seiner Trauer vor der Wahrheit. Ich glaube, wir nähern uns einem Ende. Alter, Falter. Aua. Oh mein Gott. Au. Au. Ja Gott, ich bin schlecht in diesem Bosskampf. Oh Gott. Ich sollte vielleicht auch mal einfach vorher ausweichen und nicht immer denken, ah, ich kann noch ein Momentchen warten. Einen kleinen Moment noch. Der Angriff ist ja noch gar nicht da. Das funktioniert nicht, Komi. Das funktioniert einfach nicht. Ja, Treffer. Oh ja, yeah, ausgewichen wie ein... Like a boss! Um es mal so zu sagen. Oh Gott. Oh Gott. Oh wow. Gut, da wollte ich aber. Da habe ich den Knopf gedrückt, aber das Ausweichen ging zu langsam. Kann ich nichts für. Nicht mein Fehler. Ist reingeflogen. Ich kann auch nichts dafür, wenn du in meine Attacken reinfliegst, mein Freund. Mein ehemaliger Freund. Ich muss ja nur gut vorziehen, ne? Oh yeah. So langsam habe ich dieses Feeling für den Bosskampf hier gut raus. Falls ich ihn dann wenigstens diesmal besiegen darf. Nicht, dass wir wieder einen Bosskampf haben, in dem er dann hinterher abhaut. Das hat ihm gut getan. Hey, Karamba. Au. So oft kann ich hintereinander nicht ausweichen. Verdammte Axt. Gut, den Angriff habe ich nicht kommen sehen. Aber ich liebe diesen Angriff von ihm. Der ist so... Weiß nicht, selbstzerstörerisch. Au. Unser Drache ist ein bisschen eingebildet. Kann das sein? Was? Will er wieder abhauen? Goddammit. Kaim, stop! The seal is broken. To continue the battle is meaningless. Ist es das? Wirklich? In der Tat, hä? Huh?
Wer greift mich denn zuerst an? Sauerei. Ich bleib dabei. Uncool. Schließlich bin ich nicht der, der attackiert. Wow. Der Schwanz. Allein schon der Schwanz. Ich meine, das ist... Als wäre der Körper angefüllt mit Magma. Meine Güte. Das ist... Wow. Also da können wir stolz sein auf unseren Drachen. Doch, ja. Und damit haben wir Kapitel 7 abgeschlossen. Ja, 2 Kapitel für den Preis von 1. Mehr oder minder in diesem Part. Zumindest haben wir Kapitel 6 am Ende gebracht und dann Kapitel 7 fertig. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Kapitel 8. Siegel. Die Kokons der Reinkarnation übersehen die imperiale Stadt, soweit das Auge reicht. Bringen sie der Menschheit die Erlösung oder das Verderben? Inuad ist verschwunden und hat vor, Furial wieder auferstehen zu lassen. Verzweiflung vereinnahmt die Welt und Keim fliegt zur imperialen Stadt, um die Kokons der Reinkarnation zu vernichten. Und um Rache an der Priesterin Mana zu üben. Okay. Gehen wir und machen ein kleines armes Kind platt. Ich meine, das ist böse. Ja, diese Statue, ich erinnere mich. Das Problem mit diesen... Goddammit! Ah, Gott. Das Problem mit diesen Statuen ist die Tatsache, dass sie sich öffnen müssen. Erst dann kann man sie angreifen und Schaden verursachen. Das ist natürlich nicht zwangsläufig schlimm, aber... Das ist nervig. Ja, diese Viecher sind im Großen und Ganzen genau solche Gegner. Fliegt hin, sobald sie aufwachen, könnt ihr sie attackieren. Erinnert ein bisschen an die Schädel aus Devil May Cry. Wenn ich ein anderes Beispiel nennen müsste... Au. Au. Sie tun weh. Sagen wir es mal so. Und ich bin nie gut darin gewesen, gegen sie zu kämpfen. Das ist also die imperiale Stadt, hä? Sieht ziemlich technologisiert aus. Technisch hochversiert. Wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Na, irgendwer, der dadurch stirbt. Au. Warum sollte man todbringende Kokons betreten? Das ist so die andere Frage, wie wär's damit? Warum würde ich sagen, okay, ich gehe da jetzt mal rein? Guck mir das von innen an, oder was? Einfach mal auf. Dann eben nicht. Ach. Elendig nervig diese Dinger sind. Ich kann sie nur einen nach dem anderen hier platt machen. Meine Güte. So. Und vielleicht fallen ja ein paar. Natürlich, der öffnest dich, wenn ich an dir vorbei bin. Du blödes Mistding. Anstrengend.
Wirklich nur anstrengend. Nicht schwer. Anstrengend. Mit dem ganzen Ausweichen, darauf achten, wie, wann und wo ich attackieren muss. Doofer Drache. Ich bin noch glücklich, solange ich hier Gegner vernichten kann. Ich mag auch diese Musik, die hat etwas sehr Unheilvolles an sich. So, du stirbst, du stirbst. Und du. Yeah! Und ich lebe! Lebe weiterhin. Du mich auch. Ah, nein. Upsa. Hab mich aus Versehen gedreht, war nicht so mein Plan, aber hey. Egal. Ah, so viel Zerstörung. Ehrlich. Zack. Weiter geht's. Warum vernichten wir all diese kleinen Dinger? Ich meine, schlimmer sind doch jetzt. Sind das Gegner hier? Ah, nein, das sind auch Gegner. Nein, das sind vor allen Dingen wieder diese. Ich mach mich mal auf, wenn ich Bock drauf habe, Gegner. Mano! Muss das sein? Au. 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 Ach, einer wenigstens weg davon. So, der ist weg. Ausgezeichnet. Jetzt müsste ich nur diesen Drachen. Danke sehr. So. Jetzt, wo der vernichtet ist, kann ich mich wenigstens um die kleinen Dinger kümmern hier. Die kleinen Dinge im Leben sind die wichtigen Dinge im Leben oder so ähnlich. Wenn ich ihn denn treffe. Wenn ich die denn treffen würde, ist es. Komm schon! Danke sehr. So. Lebt noch irgendwas? Scheinbar. Nein, nein, in der Tat doch nicht mehr. Sehr schön. Puh. Und, oh mein Gott, ich war doch beim. Ich glaube, beim letzten Mal war ich bei 94. Dritte Drachenform geht direkt auf die 100er Grenze und darüber hinaus. Heilige Witz. Heilige Witzka. Nein. Einfach nur Heilige Witzka. Wow. Das ist. Nicht schlecht. Der Archdrache. Keim erschaudert vor dem majestätischen Anblick dieser legendären Kreatur und seiner mehreren tausend Kinder. Der Archdrache ist ein überaus seltener Gast auf Erden, doch die Präsenz der Kokons der Reinkarnation hat nun offensichtlich selbst ihn aus seinen astralen Gefilden gelockt. Vor dieser arkanen Erscheinung erzittert sogar der rote Drache. Doch Keim streicht ihn besänftigend über den Hals und treibt ihn zum Gefecht an. Beim nächsten Mal.